Ein Spaziergang durch den Risuwald an der Grenze zwischen der Schweiz und Frankreich ist ein Genuss, der alle Sinne anspricht. Natur pur, eine reiche Fauna und Flora, majestätische Fichten. Doch auch dieses Paradies ist vom Klimawandel bedroht. Das zum Teil jahrhundertealte Holz ist angegriffen, ausgetrocknet und zum Teil vergilbt. Sehen Sie, die Äste dort oben sind völlig verdorrt. Alles, was rot schimmert im Inneren des Baumes, sind Nadeln, die abfallen werden. Der Baum hat entschieden, welche Nadeln er nicht mehr halten kann. Ob Schädlinge oder pathogene Pilze, François Villard wacht seit mehr als 3 Jahrzehnten über den Wald und hat keinen Zweifel daran, dass die globale Erwärmung für das, was gerade geschieht, verantwortlich ist. Auch das Leben von Theo Magnin ist eng mit dem Wald verbunden. Seine Firma baut Musikinstrumente aus dem Holz der großen Jurafichten, das wegen der besonderen Bodenverhältnisse, Luftfeuchtigkeit und Höhenlage einen ganz besonderen Klang hat. Doch es wird immer schwieriger, geeignete Bäume zu finden. Angesichts der globalen Erwärmung und des Wassermangels weiß ich nicht, ob wir in den nächsten Jahren hochwertiges Resonanzholz finden werden. Wenn die Wälder austrocknen, kündigt sich eine Katastrophe an. Ein ganz besonderes, absolutes Ohr hat der Schweizer Saiteninstrumentebauer Philippe Ramel. Er weiß die herausragenden Qualitäten des Risuholzes zu schätzen. Es ist die Luft in der Gitarre, die sich mit der Schwingung der Saite zu bewegen beginnt und den Resonanzboden zum Schwingen bringt, wie das Fell einer Trommel. Wir suchen die bestmöglichen Vibrationsqualitäten eines Holzes und der Risuwald garantiert das. Nur 100-jährige Fichten liefern das richtige Holz für gute Geigen, Celli oder Kontrabässe. Bäume, die unter anderen klimatischen Bedingungen gewachsen sind und heute vom Aussterben bedroht sind.